Hallo zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns gemeinsam an, wie du in SQL die Tabellenstruktur anpassen kannst. Bevor wir starten, bitte diesen Kanal jetzt kostenlos abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann, und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank. Und jetzt starten wir los. Häufig ist es nötig, nach dem Anlegen einer Tabelle noch Spalten zu ergänzen. Mit dem Befehl Alter lässt sich die Tabellenstruktur in der Datenbank entsprechend verändern. Wir werden uns anhand von praktischen Beispielen diesen Befehl näher ansehen. Und eines sei noch vorweg gesagt, es ist wichtig zu berücksichtigen, wie sich die Strukturanpassungen auf die Daten in einer Tabelle auswirken. Wenn in einer Tabelle eine zusätzliche Spalte hinzugefügt wird, werden alle vorhandenen Zeilen bzw. Einträge mit einer zusätzlichen Spalte ergänzt, genau wie in einer Microsoft Excel-Tabelle. Das Löschen einer Spalte bedeutet, dass alle Daten in dieser Spalte für immer verloren gehen. Das bedeutet, bevor Änderungen an einer Tabelle durchgeführt werden, solltest du dir ausreichend Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, wie sich die Änderung auf die vorhandenen Daten auswirkt. Genug mit der Theorie, sehen wir uns nun ein praktisches Beispiel dazu an, wie du eine Spalte in eine bestehende Tabelle hinzufügst. Dazu habe ich das SQL Server Management Studio geöffnet und mich auf einen SQL Server verbunden. Nun suchen wir uns eine entsprechende Tabelle heraus, wo wir diese unterschiedlichen Fälle durchtesten. In diesem Fall habe ich die Sekundentabelle ins Auge gefasst und es hilft, wenn wir noch einen Blick auf den Dateninhalt werfen. Und zwar sehen wir, dass wir in etwa 7 Spalten hier haben und der Dateninhalt über 1000 Einträge umfasst. Nun, wie kann ich eine Spalte in dieser Tabelle ergänzen? Dazu gibt es zwei Wege. Ich stelle zunächst die Variante 1 vor über den SQL-Befehlssatz. Die zweite Variante ist über den Design-Modus. Der SQL-Befehl lautet alter Table, anschließend die Tabelle, die ich anpassen möchte, und dann kann ich mit add meine gewünschte Spalte hinzufügen. Ich nenne diese active, obwohl es vermutlich jetzt inhaltlich keinen Sinn ergibt, und gebe noch einen Datentypen an. Es gibt verschiedene Datentypen. Ich entscheide mich jetzt für diese Spalte auf den Datentyp Bit. Nun ist das die Anweisung komplett und kann diese ausführen. Wir erhalten als Ergebnis, dass es durchgeführt worden ist, und können nun entsprechend in dieser Tabelle überprüfen, ob die Spalte ergänzt wurde. Wie wir sehen, wurde diese erfolgreich ergänzt und eine Abfrage liefert uns das Ergebnis, dass nun eine Spalte Active ohne Dateninhalt nun ergänzt wurde. Der zweite Weg, wie ich eine Spalte ändern kann bzw. erweitern kann, ist über den Design-Modus. Dazu selektiere ich die Tabelle, rechte Maustaste und gehe dort auf den Design-Modus. Dort kann ich dann beliebige neue Spalten hinzufügen, zum Beispiel Active 2. Und kann dort auch entsprechend meinen Datentyp bestimmen. Ich bestätige mit OK, klicke auf Speichern und habe nun auch dort über diesen Weg die Spalte erweitert. Wie sieht es nun aus, wenn ich eine Spalte löschen möchte? Der SQL-Befehlssatz lautet wie folgt: wiederum alter Table und anschließend drop Column. Nun muss ich angeben, welche Spalte ich löschen möchte, in diesem Fall Active 2, und damit ist auch der Befehlssatz komplett und kann diese entsprechend ausführen. Nachdem dieser ausgeführt worden ist, überprüfen wir die Spalten in der Kundentabelle und sehen, dass diese nicht mehr vorhanden ist, Active 2. Das Löschen kann aber auch über den Designer
erfolgen, muss nicht über den SQL-Befehlsatz passieren. Sehen wir uns auch das an, und zwar indem ich die Tabelle entsprechend selektiere, rechte Maustaste, Design-Modus, und dort habe ich dann wiederum alle meine Spalten in dieser Tabelle aufgelistet und werde nun entsprechend diese Spalte, welche ich löschen möchte, selektieren und gehe auf mit rechter Maustaste auf Delete Column, bestätige mit OK, speichere die Tabelle und kann nun diese wiederum überprüfen, ob denn die Spalte vorhanden ist. Wie wir sehen, ist diese nun entsprechend gelöscht. Zu guter Letzt möchte ich noch vorstellen, wie du auch den Datentyp einer Spalte ändern kannst. Das ist eine, sage ich mal, häufigste Anwendungsfall, wenn man Das ist aus meiner Sicht einer der häufigsten Anwendungsfälle, einen Datentyp in einer bestehenden Tabelle zu ändern. Der Befehlssatz lautet wiederum Alter Table, dann die entsprechende Tabelle und dann Alter Column. Und nun kann ich mir aussuchen, welche Spalte ich den Datentyp ändern möchte. In diesem Fall die Statustabelle, und möchte diese auf nvarchar 250 ändern. Derzeit ist sie auf nchar 10. Das ist der gesamte Befehlssatz und kann diese mit execute ausführen. Nun wird der Datentyp für diese Spalte entsprechend angepasst. Ich klicke auf aktualisieren und wie wir sehen, erhalte ich dort nun einen neuen Datentyp. Dasselbe kann ich auch wiederum im Designer durchführen. Dort habe ich auch die Möglichkeit, eine Spalte und den entsprechenden Datentyp zu ändern. In diesem Fall möchte ich diesen auf int ändern. Ich selektiere diesen, klicke auf Speichern und erhalte nun eine sehr wichtige Warnung, und zwar bei Tabellen, die sehr viele Daten beinhalten, kann dieser Vorgang entsprechend Zeit beanspruchen. Daher ist es ratsam, sehr bewusst diese Änderungen an Tabellen durchzuführen. In diesem Fall bestätige ich mit OK und der Vorgang wird nun ausgeführt. Nun ist der Vorgang abgeschlossen und wie wir sehen, hat nun das Feld Status den Datentyp int. Wie ihr seht, könnt ihr mit diesen drei Varianten eine Tabelle entsprechend in ihrer Struktur anpassen. Und falls du Fragen dazu hast, hinterlass uns einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!